Willkommen zurück zu Star Wars The Force Unleashed. Ja, willkommen zurück zu Star Wars und ich fand es gerade lustig, wie wir uns ausgemacht haben, wer heute zockt. Weil wir haben so gesagt, so ja, eigentlich wäre jetzt ich dran. Und dann muss man so vorgeschlagen, dass er vielleicht nicht vorzocken soll, damit ich weiß, wie das geht, weil ich meine, guckt euch mal... Was hast du, immer nur hinter diesen Teilen stehen. Ja, guckt euch mal den Shit hier an, was da abgeht, das ist komisch. Ich kann es dann sogar stehen. Ja, oh, das war sehr sinnvoll, du bleibst einfach dort stehen. Und dann gehst du zum nächsten, wenn es fertig ist. Oh, man nervt es halt dann. Es müsste ja nicht gleich so viel sein. Warte, hier noch ein bisschen weiter drüber. Du kannst einfach die ganze Zeit blocken. Ja, du bist blocken. Ich war hinter der Mauer. Nein, mach ich den nicht ganz. Oh, come on! So, R und Block. R und. Nimm die richtig keiner. Dann hol ich Volo dran und drin bleiben. Stopp, ja. Ja, geht mir wieder hinter. So, jetzt schnell. Besser schnell. Und wieder R. Ah, so. Nein, das. R! Ja, das. War ein bisschen falsch, aber halb. Dreh dich um, vielleicht ist er blocken. Okay. Naja, nach langer Zeit nehmen wir wieder mal auf. Nicht ganz ja, es ist... It's been a while. Wohin jetzt? Also, ja, geht's raus. Witzig gemacht. Ja. Da muss ich jetzt noch hin. So. Oh, ich dachte doch gerade, das sind Haare, das wäre egal. Alter. So, so ziemlich die beste Zwischensequenz ever. So voll schnell und so voll. So wie unsere Animationen. Ja. Nee, meine sind besser. Ja. Das war mein Papa. Jo, jetzt schiebt er wieder alles auf den Feuer. Ja. Musst du was? Ja, gib mir. Wir sind wieder am Herumfressen. Das ist einfach so. Das ist so, wenn der Tag lang war. Qualitativ hochwertig. Und man Schule hatte. Man merkt ja, Let's Plays ohne Niveau. Das Gute ist, obwohl ich jetzt ein paar Süßigkeiten im Mund habe, kann ich noch immer halbwegs verständlich sprechen. Die Ladezeiten nerven extremst bei diesem Spiel. Minuspunkt over 9000. Das stimmt. Überhaupt ist der zweite Teil halt dann schon um einiges noch besser. Nein, wir sind nicht mehr da. Mann, du bist klar. Was hat denn geantwortet? Ich werde es überleben. Gut. Euer Signal ist wieder. Okay, Alter. Haben wir jetzt halt auch keine Ahnung, was du das falsche. Egal, du hast auf einen Blitzschutz. War nur ganz kurz, aber. Ja, genau, den musst du töten. Ah, das war. Strike. Ach komm, hier, in die Fresse. So. In your face. Da muss ein Holocaust. Da muss ich ihn da hinten in den Kopf nehmen. Hey. Yo. Hey, der ist ja OP. Warte, du bist tot. Der macht viel Schaden. Ah. Juhu. Ja, die machen mehr Schaden, weil sie OP sind. Yay. So, der ist down. Und da drüben sind anscheinend noch welche, die was OP sind. Ja, da hinten sind noch welche, die was OP sind. Dann kannst du mal den Brust stechen. Oder den Kopf abschneiden, noch egal. Aber da ist die Zeit. Perfekt. Hey, hey Junge, nicht so hektisch. Wie ist das am Zug? Oh Mann, leckt. Naja, war nicht. Hä? Halt es mit Dings. Ich hab halt gerade keine Ahnung mit drei Versuche, oder? Ja, ich hab halt auch keine Ahnung gerade mit was ich steuere. Ja, hier. Du könntest auch 8 Stunden machen mit R und dann E. R gedrückt halt nur dann E und dann ist Ultimate. Achso, du meinst das so, Ultimate of Death. Das hilft sogar die OP-Leute. Oh, auch wenn sie es nicht spielen.
Macht ist halt immer was. Oh damit, ich habe keine Macht mehr. Egal, wenn das ein weiterbleiben können, muss ich nicht treffen. Irgendwann trifft sie sowieso, aber ja. Okay. Mach du, ich hab keinen okay. Bock. Auf die hab ich keinen Bock. Kein Bock, gar nicht! Ach, du kommst heute sicher noch. That's what she said. Ja, weil ich bin ja, ich bin ja schon drinnen. Du kannst ja dann nachkommen später, wenn ich fertig. Jo, verstehst. Ja, aber das war jetzt schon extrem zweiter, ich bin zum Reden. Ich weiß nicht warum, aber ich bin in unserer Klasse so ziemlich der, der am meisten That's what she said Witz macht. Aber es wird auch manchmal aufgelegt. Ich manchmal mein, ist wirklich in Chemie, ist wirklich aufgelegt. In Chemie war es so, Alter, das war krass. Wir haben halt so mit sehr giftigen Säuren und so gearbeitet, wow. Gell? Und da gibt's diese zum Ab- und Auflassen von solchen Glasräuchern, von solchen Reagenzgläsern, sondern Messgläser mehr oder weniger. Mhm. Und die heißen Beleus-Bälle. Mhm. Und die hat halt so urkomische Hilfe gegeben, wie sie das denn am besten machen kann, die Chemielehrerin zu einer. Hat so gesagt so, ja, also ich weiß, du hast nicht so viel Erfahrung mit Bällen wie ich, aber du musst halt schon ordentlich anpacken, aber nie falsch mal drauf drücken, weil sonst kann das schief gehen und dann hast du die ganze Säure auf den Fingern. Und das ist halt Zeug, oder? Ja. und das ist halt so 3 Minuten weitergegangen und ich stehe so die ganze Zeit neben einem und sag die ganze Zeit so, that's what she said, that's what she said, that's what she said, that's what she said. Und dann hat die Lehrerin immer zu uns hingeschaut, weil wir uns so abbeckt haben schon. Ja. Weil es einfach so. Mhm. Wenn sie die Lehrer so nicht verstehen, ist sie immer so witziger. Ja. Das ist aber dann auch schlimmer irgendwie. Ganz ehrlich. Die Bildung gehört dazu. Aber man macht's ja eh immer nur. Oh ja, gib dir den Push von oben. Man macht's ja, solche Witze mache ich ja eh immer nur. Gib dir den Push von oben. Verstehen. Wie zum Beispiel bei irgendwelchen strengen Lehrern oder so, da bin ich halt so ein typischer, braver Boy, verstehst du? Aber sonst im Englischunterricht oder so. Ja, ist witzig, der Englischunterricht. Ich weiß nur, ernsthaft. Hätte man schon machen können, dass das BBG war. Ich hätte geglaubt, also da bist du. Aber ich muss schon sagen, der zweite Teil war schon um einiges noch besser als der erste, gell? Doch, pardon. Ich finde wirklich den zweiten Teil sogar besser, weil ganz einfach da. Der ist einfach geiler. Ja. Ich glaube, den muss ich später holen, ja. Ich glaube, da muss ich weitergehen und ich will den Welker noch dürfen. Weil er hat schon. Also der Teil macht halt schon noch ein paar Sachen nicht so gut wie der darauf folgende. Du bist Idiot. Nicht dorthin. Zum Ranker. Ah. Oh, Bitties. Er ist auch schon extrem geil, aber er ist halt schon ein bisschen alt. Aber der neue, das ist ja der neueste. Oh man. Ich hab drückt. Er ist der neueste Teil von Star Wars, überhaupt von dem Star Wars Spiel. Das ist das neueste Spiel, der zweite Teil. Jetzt kommt ja dann Battlefront dieses kommt Jahr. Kommt nicht auch dann noch der dritte Teil von Unleashed raus? Oder kommt ja, dann kommt dann irgendwann mal. Ja. Aber nicht mehr von LucasArts natürlich. Ja. Ich freue mich auf KOTOR, ich freue mich auf Star Wars The Force Unleashed 3, ich freue mich auf Battlefront. Das wird schon geil. Das wird schon geil. Ja. Das wird extrem geil. So, jetzt müssen wir noch schauen, ob wir eh nichts vergessen haben. Weil da können wir ja auch, bei Battlefront ist ja so, da können wir ja alle gemeinsam spielen, das ist jetzt geil. Mhm. Wenn du es dir natürlich auch kaufst. Das ist ja, die kommt drauf an, wie viel es kostet und was da. Es ist EA, es kostet prozentlich 60 Euro. Ah, stimmt. Wahrscheinlich machen es dann auch noch eine Demo, die dann auch schon 55 Euro kostet. Nein, die Demo kann man nur spielen, wenn man Xbox One hat und dann muss man halt 5 Euro pro Monat zahlen. Aber das ist halt so Premium-Account, dass man es spielen darf. Das finde ich jetzt eigentlich ganz okay. Aber ich finde Demos sollten ja schon, ich finde EA hat den Sinn von Demos nicht mehr ganz verstanden, weil. Wir können es. Es muss ja nicht. Du musst ja keine Demos machen. Ist ja nicht beschrieben, dass du eine Demo machen musst. Steht ja nirgendwo in den, keine Ahnung, Spielemacher-Regeln. Manche machen dann einfach gar keine, weil die schauen halt auf die Endwerte.
Der Demo ist in dem Sinne praktisch, dass. Ja, aber früher waren halt Demos halt. Spieleentwickler sehen, wie gut das Spiel ankommt. Ha? Früher waren halt auch Demos halt wirklich kostenlos oder so. Aber es ist halt EA. Ja, es ist EA, aber ich finde schon mal geil, dass die DLCs in den letzten nicht, drei Jahren kostenlos sind. Werden sie kostenlos sein? Ja, angeblich. Okay. Das freut mich. Wenn das wirklich so ist, und dann es kommt, gut. Sie haben bauen jetzt extra was Neues ein. Weil es macht ja nicht nur EA allein, es macht ja auch DICE. Und DICE ist ja Entwickler von Battlefield. Und Battlefield ist eh auch geil. Und Zeichen von Senator Organa? Klappe. Noch nicht, aber erst in der Nähe. Maul halten! Genau. So. Eigentlich wollte ich jetzt sowieso mal schauen, was überhaupt unter dem Missionsziel liegen. Holocrons befreit. Was wollte ich hier? Was habe ich gerade geredet? Bin ich gerade wirklich so dämlich? Ja, was habe ich gerade geredet? Ah ja, über die Spiele. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Über Spiele, muss. Battlefield, DICE. Also ja, das Film, also Star Wars Episode 7 im Spiel einbauen. Und das finde ich cool. Okay. So wie bei Naruto Storm 4, The Last Movie eingebaut wird. Das war ein leichtes Holocom, aber okay, passt eh. Das war ein leichter cool. Ranker. Hey, ups, falsche Taste. EA wurde ja auch die letzten 2-3 Jahre immer zur Geldgeistenfirma gewählt. Ja, aber stimmt eh also. Ja. Ich meine, keiner wird das bezweifeln. Ja. So. Wie lange nehmen wir denn schon auf? 2 Minuten. Ein bisschen, ja. Ja, so, schlagen. Schlagen, Das wird zwar dann eh schon sein, aber es wird jetzt auch ein bisschen Minecraft auf den Kanal kommen. Also wieder. Mal. Nach 2 Jahren. Ja. Es steht ja noch nicht fest, wann. Weil wir wissen ja selber noch nicht einmal, wann wir mit diesem Ding anfangen. Dieses Ding? Ja, ich sag dieses nicht mehr. Ding. Also ja, mit Macht kann man es ja töten. Ja, aber mit Macht kann man es töten. Sie sind nur durch Lichtschwerter geschützt. Was hat sich vollbracht, dass sich der so weit weg teleportiert hat. Und der war nice. Das war ein nice Kill. Ach man, der. Was willst du? Hä? Ich glaube, der war noch nicht tot. Nee, es werden ja nicht alle sterben. Stimmt, da wollte ich immer hochspringen, aber man kommt ja nicht hoch. Oh man, wir hätten so einen guten Holocron. Ist das schon Boss? Bitte? Dann haben wir nur 11 von 15. Na egal. Tja, was soll man machen? Wir sind nicht perfekt. Ernsthaft? Naja, da kann man eh nicht viel aussuchen. Ich weiß, du kriegst das da, ich krieg das da. Und ich krieg das da. Hat sich jetzt schon da. Wann ist denn überhaupt? Weißt du das Werkzeug? Weil da ist noch was drin. Oha. Ah, bitte. Danke. Ah, bitte. Danke. Da, bitte. Wie lang eigentlich die Ladesequenzen sind? Ja. Schon. Extremst lange. Nervt ein bisschen. Finde ich toll. Rancor-Friedhof. Okay, das ist cool. In diesem Moment beenden wir auch diese Folge. Bis zum nächsten Mal. EMB Real Vision. Ja, man merkt ja schon, dass die Grafik natürlich ein wenig besser ausschaut. Zum Beispiel das Gras ist besser, die Wolken, die Bäume, generell die Umgebung, ein bisschen die Sonne.